Ein Schüleraustauschprogramm bietet viele Möglichkeiten und Erfahrungen für Schüler. Manchmal werden während eines solchen Projekts enge Freundschaften geschlossen. Hajnalka Herner, eine Schülerin des Kisfaludy Károly Gymnasiums in Mohács, sagte, dass sie ihre Gastfamilie im Sommer außerhalb des Programms getroffen hat. Das war ein sehr tolles und spannendes Erlebnis. Ich kann sehr viele neue Menschen kennenlernen und auch andere Freundschaften knüpfen. Außerdem war es ein sehr gutes Experiment. Wir waren verschiedene Städte, zum Beispiel Pécs oder Baja. Dort haben wir auch sehr viele neues Themen kennengelernt und zwischen den deutschen Kindern können wir sehr tollen Tagen haben. Im Sommer war diese deutsche Familie bei uns. Es war eine Überraschung, weil wir diese nicht wissen. Aber wir gehen zusammen ins Donau und sprechen sehr viel. Wir zeigten ihr die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Und ich denke, dass ich eine neue Freundin habe. Das Austauschprogramm hat eine mehr als 10-jährige Tradition. Seit mehr als 30 Jahren haben die ungarischen Schüler die Möglichkeit, Deutschland zu besuchen. Das Mohácser Kisfaludy Károly Gymnasium hat mehrere Partnerschulen im Ausland. Eine unserer Partnerschulen ist in Langenau in Deutschland, in Baden-Württemberg. Das Robert-Bosch-Gymnasium ist seit mehr als 35 Jahren unsere Partnerschule, da die Partnerschaft seit 1989 existiert. Seitdem haben jedes Jahr oder in jedem zweiten Jahr Schüler die Gelegenheit, nach Deutschland oder nach Ungarn zu fahren und so die ungarischen Familien und natürlich die ungarischen Schüler können so das Leben in Deutschland und die deutschen Familien kennenlernen. Die ungarischen Schüler hatten letztes Jahr die Gelegenheit, ins Ausland zu fahren. Sie besuchten das Robert-Bosch-Gymnasium in Langenau. Sie hatten die Gelegenheit, deutsche Schüler zu treffen und eine ganz neue Kultur kennenzulernen. In diesem Jahr hatten die Schüler die Möglichkeit, sich erneut zu sehen, da die deutschen Jugendlichen in diesem Jahr nach Mohács kamen. Im Jahr 2023 konnte nach der Pandemie eine ungarische Gruppe nach Deutschland reisen. Insgesamt 20 Schüler konnten an diesem Austausch teilnehmen und sie hatten eine schöne Woche in Langenau verbracht. Der Austausch ging natürlich auch weiter, denn dieses Jahr im September vor einer Woche hatten wir 23 deutsche Schülerinnen und Schüler zu Gast. Sie haben hier bei uns eine Woche verbracht. Die Schüler waren bei ungarischen Familien zu Gast. Also sie wurden bei Familien untergebracht, bei den Schülern, die auch bei ihnen zu Gast waren. Und so ist der Austausch eigentlich lebendig. In Deutschland sind schon Freundschaften entstanden und diese Freundschaften leben auch noch, wie auch Hajnalka uns erzählt hat, denn einige von den deutschen Schülern waren auch im Sommer hier in Ungarn bei den Familien zu Besuch. Für die deutsche Austauschschüler wurde ein buntes Programm vorbereitet. Die Organisatoren versuchten, alle interessanten Sehenswürdigkeiten in der Region zu zeigen. Sie haben Pécs, Baja und sogar Székelyszobor kennengelernt. Für die deutsche Gruppe haben wir ein buntes, reichhaltiges Programm zusammengestellt. Sie haben die Sehenswürdigkeiten hier in Mohács einmal besichtigt, natürlich auch Pécs und Baja gesehen, also unsere Umgebung auch und die wichtigsten und schönsten Städte. In Székelyszobor waren sie auch. Es gab aber nicht nur Kultur für die Schülerinnen und Schüler und Traditionen natürlich auch, sondern sie haben auch etwas Spannendes miterleben können. Es gab auch gemeinsame Programme wie eine Stadtrallye oder auch Bastel-Workshop haben wir für sie vorbereitet.
Und es gab auch einen gemeinsamen Abend, unseren Abschlussabend, wo sie über die ganze Woche berichtet haben und wo auch die Familien eingeladen wurden. Die Schulleitung ist der Meinung, dass es sich lohnt, diese Verbindungen aufrechtzuerhalten. Sie hoffen, das Schüleraustauschprogramm auch in der Zukunft nutzen zu können, um ihren Schülern noch mehr bieten zu können.